Geld, ne. Oder Munition. Munition ist immer gut. Wie lange? 150 Meter bis ran. Mit ein wenig Glück könnte ich sogar erstmal snipen. Na gut, das wird kritisch. Wenn ich von hier oben... Moment. Na, es ist ein Hund. Auch ein normaler Hund. Normaler Hund. Den brauche ich. Normaler Hund. Normaler Hund. Normaler Hund. Das zählt nicht. Das ist irgendwas anderes. Aber wie viele sind das? Ach du Scheiße. Ich gehe mal fast davon aus, das ist der Hund da vorne. Okay. Schön geduckt reingehen. Was muss ich denn eigentlich jetzt machen? Eliminiere das Alpha-Tier. Na super. Sind scheu, aber gehen ja aus dem Weg. Das heißt, das hier ist das Haupthündelein. Oder auch nicht. So viel zu dem Thema. Sind scheu, gehen ja aus dem Weg. Das ist der vielleicht. Nein, auch nicht. Das sind mir ein Tick zu viele Hunde, ey. Da wird man doch wahnsinnig. Moment, wo könnte man noch einer sein? Rechts ist niemand, links auch nicht. Sehe ich hier irgendwas ohne Markierung? Das. Auch nicht. Und das hier? Auch nicht. Wie viele Tiere, wie viele Hunde sind das? Da ist noch einer. Nee. Egal, wir werden jetzt einfach nochmal... Sieht hier irgendwas verdächtig komisch aus. Ich werde ja einfach mal alle möglichen Hunde kaputt machen. Moment mal, da werden wir aber hier eine andere Waffe dafür benutzen. Ach Mann, jetzt habe ich nicht getroffen. Ich glaube es nicht. Okay. So, wieder einer weniger. Und das Ding auch noch. Hallo? Es will nicht. Das ist aber ganz schön... Wieso komm ich denn nicht ran, ey? Jetzt, super. Ach, das ist dahinter. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, nehmen wir den auch mit. Und auch wieder einer down. Na, das ist jetzt irgendwo hinterm Berg. Okay. Was ist jetzt mit diesem Hündlein? Na komm schon. Ah gut, irgendwann habe ich auch keine Munition mehr. Man sollte es trotzdem... Sollte trotzdem etwas drauf achten. Wo ist jetzt der kranke Hund? Ich habe doch irgend... Na klasse. So, haben wir es hingekriegt. Und wenn wir gleich mal noch dabei sind, werden wir den letzten Hund auch nochmal noch umnieten. Und zwar mit purer Hand. Ah, es gibt noch nicht mal Erfahrung. Was ist das denn? Ich habe gar nicht so viel Munition gerade verschwendet. Ich glaube, die Waffe brauche ich nicht so wirklich. Ich kämpfe ja die ganze Zeit sowieso mit... Oh, was ist das denn? Ah, der hat nichts. Schade. Gehen wir mal wieder zurück und reden mit ihm, dass sein Hund oder Hündin, irgendjemand anderes, egal, das ganze Rudel ist jetzt kaputt. Das macht dann überhaupt keinen Stress mehr. Der wird mir jetzt wahrscheinlich eher in die Gurgel gehen, dass ich die ganzen anderen Hunde noch gekillt habe, aber lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Vorsicht ist besser als Draufsicht. Haha. So. Und ich könnte eventuell immer noch die... Genau. Ich habe das Hundeproblem erledigt. Danke. Keiner erschießt gerne Hunde. Aber in diesem Fall musste es sein. Wurdest du gebissen oder gekratzt? Nope. Nein, aber wenn ich anfange zu schäumen, töte mich schnell. Ich besorge mir eine Schrotflinte. Wunderbar. Scherz. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Oh Gott, hoffentlich sind wir hier irgendwie gegen Tollwut oder so immun. Wenn das Ganze uns nicht irgendwann mal ins Bein pisst. So. Ist denn mal... Hier haben wir noch ein Relikt und da. Und da auch. Das heißt, wir werden mal hier Schnellreise hinmachen. Das will nicht. Jetzt. Und dann haben wir ja auch noch eine Jagdquest offen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ein seltenes Tier gewesen ist oder nicht.
Ja, wir haben jetzt auf alle Fälle sehr viel Munition verballert. So, das heißt, wir können wieder ein bisschen was verkaufen hier. Wunderbar. Und von den ganzen Dingern ist nichts Leder gewesen. Na super. Neue Sachen haben wir auch nicht gekriegt. Sehr schade. Aber wo ist jetzt das nächste Relikt? Hier oben. 200 Meter. Ein Jetpack wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Einfach mal wumm, übelst oder lang jumpen hier. Oh, das wäre geil. Und die sind mal wieder am Feuer und machen irgendwelche komischen Dinge. Und wann habe ich denn überhaupt angefangen? Ah, nee. Ah, Gott, wir haben noch einen Tick Zeit. Da werde ich jetzt noch die Relikte machen und das Tier killen. Und ich werde sowas von keinen Fuß in dieses Wasser setzen. Obwohl, na doch, komm hier. Wir werden es wahrscheinlich innerhalb von Sekunden von einem Hai wieder erlegt. Und ich hätte mir die Kevlar-Weste hätte ich mir wieder aktualisieren lassen können. Die ist ja nicht ganz bei 100. Und noch ein paar Medikits. Immer wieder Medikits. So viel wie geht. Komme ich ja eigentlich schon hoch? Nee, komme ich nicht. Gut. Andere Seite von hier. Es sieht so aus, als ob man hier hochkommt. Moment. Okay. Moment, ich muss ja... Ach, Dreck. Ich muss ja irgendwie versuchen hochzuspringen. Ach, komm schon. Ich versuche noch einmal und dann versuche mal einen anderen Weg. Nein. Okay, jetzt hab ich, kann ich irgendwo ran. Ah, okay, gut. Anderer Weg. Vielleicht da. Oh. Ja, das sieht mir fast so aus, als ob es... Nee, es könnte nicht funktionieren. Wir werden einen anderen Weg gehen müssen. Mit etwas Glück. Ja, das sieht mir doch aus wie ein Weg nach oben. Yep. Okay, wo ist jetzt das Ding? Ah, jetzt. Oh, das will nicht. Was ist denn hier los? Ah. Jetzt springt doch mal hier hoch, Mann. Gut, okay. Hier kommt man auch nicht hoch. Au, wann habe ich denn... Der ist echt zu blöd zum Hochklettern. Es ist unmöglich. Ich hätte eventuell noch warten können, damit sie ein bisschen Leben regeneriert. Wie komme ich denn hier hoch, Mann? Okay. Sachen, die anscheinend unmöglich sind, hier hoch zu klettern. Okay, hier komme ich... Komm schon, komm schon, komm schon. Pack dich hoch. Ach, ich hab's doch fast gehabt. Ich muss nur versuchen, auf diese eine Seite zu kommen. Und dann dürfte es gehen. Aber bis dahin. Wie um alles in der Welt kommt man hier hoch? Es sind überall diese Steine im Weg. Okay, wenn ich jetzt hier ein Stück weiter rangehe, komme ich da nicht rein. Oh, fast. Okay, versuchen wir es nochmal. Okay, vielleicht so ein bisschen schräg wieder, wie vorhin. Okay, dann versuchen wir es mal. Ah, so muss man also an die Sache rangehen. Und wir haben wieder ein schönes Relikt samt, naja, irgendwas hier. Eine Kiste mit Zeug. So, nächstes Relikt war mehr im Inland. Schade, dass es hier hinten keinen Schnellreisepunkt gibt, sondern nur einen ganz weit unten und einen ganz weit auf dem Wasser draußen. Das bringt mir doch nichts. Man regeneriert endlich mal das Leben wieder. Jetzt. Man braucht eine gewisse Zeit, ehe es hochgeht. Ich habe jetzt nicht schon wieder Lust, irgend so ein Medi-Spritzen-Dingens dafür zu benutzen. So, wie komme ich jetzt? Ja, davon ist der Aufgang. Und dann bis dahin dürften es 200... Naja, 300 sind es dann schon. Jetzt wird es wieder mehr. Oh Gott, nicht schon wieder ein Bär. Ja, da ist wieder einer. Aber hier sind Schweine. Die dürften den vielleicht ablenken. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der direkt Lock-on-Target hat oder sowas. Rehe? Lange nicht mehr. Okay, vor kurzem, als ich mit dem Gleiter über die Landschaft geflogen bin. Aber so? Jetzt muss ich auch noch gucken, dass ich von der richtigen Seite an dieses Relikt rankomme. Ich lieber von oben rangehen, anstatt von unten dann die ganze Zeit zu schauen. Klettern wir mal weiter nach oben. Ja, zur Not werden wir einfach so eine Kante lang gleiten. Ja, wir kommen langsam immer weiter. 100 Meter. Na, da hätte ich auch von unten lang gehen können, ne? So, wer die... Sind das Touristen oder was ist mit denen los? Die haben immer so einen komischen weißen Hut. Oh, hier geht's ganz schön weit runter. Provisorische Brücke. Ah, ha, okay. Wie komme ich jetzt? Hier darf ich nicht runter. Hier ist der Weg zu steil. Hier kann ich.
Bin ich schon mal runtergeslidet, habe ich das Gefühl. Aber nee, 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 nicht hier. Ah, das hat mir sogar vom Funkturm aus gesehen. Kleine Gang. Und wo ist jetzt das Relikt? Moment mal, wo ist es? Hier. Ah, ich kann es nicht mal umhauen. Na, naja, klasse. So, wo ist denn jetzt noch das letzte? Noch weiter im Nordwesten. Hier gibt es noch mehr Grizzlies. Na, schönen Dank. Was ich machen könnte, ist mal diese Prüfung der Racklehrt nochmal auszuprobieren. Ich komme ja theoretisch, wenn ich hier lang laufe, gleich dran vorbei. Oder? Wo ist dieser Stein? Na, egal. Einfach geradeaus weiter. Na, die Prüfung der Racklehrt ist für mich... Na, ist nicht so was Tolles. Das ist eher nervend. Da wollte man noch irgendwas mit Multiplayer oder so reinbringen. Und die Prüfung war anscheinend alles das, naja, was die gerade gedacht haben in dem Moment. Ziemlich schlecht eigentlich. So, komm schon. Muss aber wirklich mal mit ein bisschen Glück. Moment. Ah, wieder eine schöne Ruine. Oh nee, ey, da kann sich einfach nicht abrollen. Und das Wildschwein wieder. Sauber. Und links und rechts ist nix. Wie machen wir das hier? Hier habe ich eine Schnell... das ist geil. Eine Schnellreisefunktion. Die ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Moment mal. Habe ich denn hier noch irgendwo... Ah, genau. Diese Quest wollten wir natürlich noch machen. Mit etwas Glück ist es dann die letzte, die wir brauchen. Hoffentlich ist es das Einhorn. So, habe ich eigentlich schon wieder Munition verschwendet? Nee, habe ich nicht. Na, klasse. Kohle habe ich auch wie Sand am Meer. Und welches Tier soll denn jetzt wieder gejagt werden? Ich hoffe einfach nur, dass das dieses dämliche Einhorn endlich ist hier. Rare, na endlich. For Animal Skin. Erliege einen der seltenen Menschenfresser. Ach nee, den hatte ich auch noch nicht. Was hat denn das gleich nochmal gebracht, Menschenfresser? Das war... Weiß ich jetzt gerade nicht. Egal, wir machen wieder Haijagd. Du-di-du-di-du-di-du-di-du. Mit Pfeil und Bogen. Na klasse. Wie soll ich denn das machen? So. Wenn wir mit dem Ding hier ein bisschen nach außen schwimmen. Ja, normale Pfeile. Als ob es so nicht schon schwer genug ist. So. Ein klein bisschen weiter noch. Ich könnte dem Hai vielleicht sogar begegnet sein. Okay. Moment. Das ist ein ziemlich kleines Gebiet. Okay, da werden wir mal ein bisschen zentraler gehen. Da ist sogar einer. So ist er das. Hallo? Oder ist er das? Also kann ich die auf einmal mit dem Pfeil hier nicht mehr markieren? Was ist denn da los? Oder ist er das? Ich weiß, falsche Waffe, aber ich will die markieren. Oder vielleicht so? Ah, jetzt. Also wo ist jetzt der... Hier ist noch einer. Zu viele Hai... Moment mal. Der hat einen Tick golden geschimmert. Da hinten kommt noch einer. Und ich kann nicht springen, während ich das Ding anhab. Und da hinten sehen uns wieder irgendwelche Schätze entgegen. So, wo ist denn jetzt mal dieser ganz spezielle Hai, den wir brauchen? Es könnte wegen schon einen Tick dauern hier. Ist er das? Nö. Ich muss ja bloß warten, dass irgendwann mal ein Hai kommt. Hier sind zu viele Haie für meinen Geschmack. Menschenfresserhai. Der könnte es sein. Ja, yep, da ist es. Der hat an seinem Kiefer noch irgendwas dran, im Gegensatz zu allen anderen. Schade, dass wir die auf der Karte noch nicht sehen. Okay, das war der linke von beiden. Wenn wir einen Tick näher rankommen. Ich kann es vielleicht sogar mal mit dem Snipers
sehen. Ja, der hat hier neben Haken noch dran. Und der hier nicht. Moment. Pfeil und Bogen. Das ist er. Man darf hier aber auch nicht weggehen hier. Na komm schon. Dreh mal wieder deine Runden hier, du dämliches Heilteil. Oder haben die auch schon mal irgendeinen Köder geschluckt? Ich glaube nicht. Ja, das ist auf alle Fälle. Kommt der jetzt mal einen Tick näher ran? Ich will schon mal mit dem Bogen noch treffen. Weil bei dem Wasser ist es deswegen noch sehr schwierig. Okay, das ist er. So, und ab ran. Gut. Und schnell wieder aus dem Wasser raus hier, bevor wir noch irgendwelche Probleme haben. Haben wir doch mal richtig krass rausgefunden, welcher der ganzen Haie der richtige ist. Ich bin sowas von gut. Und ich habe sogar meinen Pfeil wieder. Alle Pfeile. Schön. Also dann, die Sanierung ist bereit zur Herstellung. Ah, erweiterte Pfeilkescher. Dazu war es also gut. Oh, was haben wir? 30 und 10 Spezialpfeile. Es sind immer nur 10 Spezialpfeile, aber 30 dann halt irgendwas. So, Handbuch. Wo sind jetzt die ganzen Relikte, die wir gefunden haben? Hier ist eins. Hier ist noch eins, hier ist noch eins. Und da. Hab ganz schön viele Relikte gefunden hier in letzter Zeit. Da und da auch. Und das dürfte es gewesen sein. Briefe der Verlorenen. Und die Speicherkarten. Krokodilformel. Der Wert unseres russischen Kontaktmanns bleibt fragwürdig. Wir haben nun Informationen zur Herstellung einer Meth-ähnlichen Substanz namens Krokodil, die für extreme und günstige Hais bekannt ist, aber auch für schwere Gewebeschäden, die oft zur Amputation von Gliedmaßen führen. Die Absatzmärkte befinden sich ausschließlich in Osteuropa und die schädlichen Nebenwirkungen sind zu extrem, um einen weltweiten Verkauf in Betracht zu ziehen. Sehr interessant. So, was haben wir jetzt? Orte, der Rogue-Leuchtturm? Hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Egal, wo ist jetzt dieser menschenfressende Hai? Upsala, das war's nicht. Menschenfresser. Ja, damit sogar mit diesem kleinen Haken da drin. Krass. Die Fischer von Rogue Island erzählen von einem Hai mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Niemand, der ihn fangen wollte, wurde je wieder gesehen. Ein Mann konnte immerhin einen Haken im Maul des Monsters festmachen, bevor er verschlungen wurde. Das war an dem Tag wohl lieber... ja, herrlich. So, speichern. Gut. Da haben wir hier auch wieder alles Mögliche erkundet und hast du nicht gesehen und dies und das. So, da werden wir dann demnächst uns um die Hauptquest kümmern. Aber bis dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Also dann, bis dann und ciao, ciao.